Sie sind dann 59 Jahre alt, wurde 1956. Sie haben behauptet, der Polizist hat noch gelebt, als er weggelaufen ist? Nicht nur das. Er sagt auch, dass er sich erst hätte wehren können, als ihm dieser Dealer zur Hilfe kam. Beide zusammen konnten dann Angst überwältigen. Wurde der andere gefunden? Die Polizei hat noch lange nach dem Dealer gesucht, nur leider ohne Erfolg. Laut Gericht wurde Semmler mit noch blutiger Kleidung in einer WG im Hinterhof aufgegriffen. Über 20 Jahre mit Unterbrechungen. In den 70ern gab es keine Strafversetzung der lebenslangen Freistrafe. Man konnte nur Begnadigung kaufen. Seit 3 Monaten ist er draußen. Sag mal, gibt es niemanden, der aus Dringen da braucht? Semmler hat Christen in Italien. Seine Tochter wenigstens gibt es.